Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel City Skylines. Ja, nach der letzten Folge ist mir ein kleines Malheur passiert. Ich hatte da gleich noch eine Aufnahme gestartet und ja, ich habe gebaut und hier das Straßensystem verbessert, wie man auch hier sieht. Die Fahrzeuge können direkt von der Autobahn aus hier durch eine unterirdische Straße hier ins Industriegebiet fahren. Somit wird diese Straße entlastet und ja. ich habe hier nochmal eine extra Straße gebaut, damit die Fahrzeuge direkt auf diese Autobahn fahren können, ohne den Kreisverkehr zu benutzen. Das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Ja, das sind Einbahnstraßen hier, diese und diese Straße. Ich habe es voll einen Grund gemacht, denn da haben mehr Fahrzeuge Platz als auf dieser Einbahnstraße. Sieht man auch hier, der Schneepflug, der fährt jetzt fast vorbei. Der fährt vorbei. Und der schiebt sich einfach das rein. Auch nicht schlecht. Und auf der Seite habe ich es auch noch ein bisschen anders gemacht. Diese und diese Straße sind Einbahnstraße, also zweispurig, wie man hier sieht. Und diese Autobahn, diese Autobahn zu bringen, geht quasi auch am Kreisverkehr vorbei und geht hier rüber. Und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Bis auf hier. Hier stauten sich wieder die ganzen Fahrzeuge und ja, alle wollen geradeaus. Aber keiner hat Lust, auf die andere Fahrspur zu fahren. Deswegen staut sich hier der Verkehr ein bisschen. Aber wenn hier die Ampel wieder grün wird, dann ändert sich das gleich wieder. Also ich hoffe es zumindest. Ja, geht doch. Ampel ist grün. Okay, war grün. Jawohl, geht doch. Und ja, mir ist dann einfach die Aufnahme abgeschmiert. Die Datei konnte ich nicht mehr verwenden, aber ich habe das Ganze schon gebaut. Schade. Ich habe, glaube ich, hier oben dann nochmal ein paar Straßen optimiert. Ich weiß zwar gerade nicht welche. Egal. Ja, ich sehe gerade, wir haben eine Nachfrage nach Industriegebieten. Oder nach Industriegebäuden. Haben hier das alles noch Industrie. Machen wir gleich ein bisschen größer. So. Muss erstmal reichen. Oder sollte erstmal reichen, sagen wir so. hier das nehmen wir auch noch dazu. Denn hier ist Gewerbegebiet und direkt daneben Industriegebiet. Das verträgt sich ganz gut. Auch wenn hier der gegenüber so ein Wohngebiet ist. Aber ich glaube, das sind gute Nachbarn, die verstehen sich gut. Sieht man auch hier, hier wird sofort gebaut. Man könnte vielleicht hier nochmal eine extra Straße anbringen. Ich überlege gerade so. So etwa, genau. Und diese Straße. Wie machen wir das? Die Straße will ich jetzt ungern irgendwie darüber setzen. Nee, hier mal einfach so eine schöne Kurve rein. Oder erstmal gerade ein Stück. Erstmal ein Stück gerade. Genau so. Und jetzt hier eine schöne Kurve einbauen. Die wo hier quasi so an der Uferpromenade an der Kaimauer so entlang geht. Hier nochmal eine. Geht auch nicht ganz. Ja, muss ich nicht so genau sein. Passt schon. Und die. Lass mich da hingehen. Nee. Wenn ich das dahin mache, dann. Warum eigentlich nicht? Verträgt sich bestimmt ganz gut. Nee, verträgt sie eben nicht.
Machen wir es so. Machen wir es so, genau. Das wird jetzt nochmal so ein kleines Mischgebiet. Kann ich hier können wir anschließen und das, die Straße werde ich, ups, geht nicht. Werde ich hier anschließen. Perfekt. Aber das sind 90 Grad Winkel irgendwie. Irgendwie ist gut. Machen wir so. Und dann hier nochmal eine Kurve rein. Dann wirkt es ein bisschen schöner. Perfekt. Hier machen wir nochmal ein bisschen Industrie. Kleines bisschen. So, es muss aber reichen. Oh, die haben kein Wasser da unten. Direkt am Fluss, die haben kein Wasser. Ja, das ist natürlich sehr gut. So, jetzt aber. Wenn das Wasser nicht reicht, dann sagst du mir Bescheid. Hier die Leitung können wir auch nochmal so rüber machen irgendwie, oder? Genau. Strom haben wir momentan genug, denn ich hatte in der letzten Folge, also in der letzten regulären Folge, ein Kernkraftwerk gebaut. Das sieht man hier unten ganz schön. Das erzeugt richtig Strom. Hier haben wir ein Schneedeponie. Müllkraftwerk. Hier sind Windparks. Ach, schön, läuft alles. Ja, hier wollte ich so ein Mischgebiet machen, habe ich gerade gesagt. Und ich könnte ja... Ja, warum nicht? Kann machen, oder? Also es werden unbedingt noch Gewerbe und Wohnflächen benötigt. Dann werde ich die auch bauen. Ich überlege gerade, von hier. Und bis daher, ich muss erstmal so den Schienenverlauf so ein bisschen folgen. Ne? Hier zwischen den Schienen, den Bereich lasse ich mal frei. Hier kommt vielleicht irgendwie ein Parken oder irgendwas. Oder ich mache das hier. Schade, geht nicht. Dann machen wir es anders. Dann machen wir das da so hier. Dann so und... schade, geht nicht. Ja, warum nicht? Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Vielleicht wieder ein bisschen mehr Einbahnstraße. Okay, das geht nicht. Aber das geht. Ja, dann wäre das wieder so kleine Wohnfläche oder kleine Gewerbefläche. Machen wir erstmal so und dann so. Hier machen wir auch nochmal Einbahnstraße. Ja, passt schon. Darf ruhig ein bisschen kreuz und quer sein, das Ganze. Es muss nicht nach Schablone gebaut werden, denn das schaut furchtbar aus. Sieht man ja in Manhattan zum Beispiel, in New York. Das schaut wirklich aus wie auf einem Schachbrett. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wie der Grundriss von der Stadt Manhattan ausschaut, einfach mal googeln. Schaut ziemlich lustiger, sag ich mal. Ich würde mich da niemals recht finden, denn jede Straße schaut aus wie die andere. Hier haben wir zwei Kreuzungen direkt nebeneinander. Okay, das ist schlecht. Dann machen wir die Straße zur Einbahnstraße. Halt falsch rum. Genau, dann wird der Verkehr hier weggeleitet, entsteht hier schon mal keine Kreuzung, also keine Ampel.
perfekt. Machen wir so. Nicht anders, sondern so. Vielleicht haben wir hier eine Einbahnstraße. Jetzt haben wir hier, glaube ich, zwei Einbahnstraßen, oder? Eine und die zweite, genau. Sehr schön. Dann können wir diese Seite so ein bisschen für Gewerbe verwenden, oder... Bürofläche. Jetzt mal bis hierher. Halt, dann nehmen wir das andere Tool, es geht schneller. So, ups, das hier nicht. Ups, der schon. Das nicht. So, jetzt passt. Genau, haben wir das schon mal als Bürofläche markiert. Dann machen wir diese Fläche zur Gewerbefläche. Oder zum Gewerbegebiet. Passt es so? Ich denke mal. Es sollte ja auch irgendwann angefangen werden zu bauen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass Nacht ist. Denn bei Nacht wollen die wenigsten Leute jetzt irgendwie nochmal eine Baustelle eröffnen. Was ist hier los? Mag nicht. Egal. Dann halt nicht. Hier haben wir das Heizkraftwerk, das bleibt erstmal da stehen, was ist. Und die restliche Fläche. Ah, die haben keinen Strom da oben. Ist ja klar, wenn die so früh anfangen müssen zu bauen, dann selbst schuld. Edge. sagen wir, machen wir das noch zum Gewerbegebiet. Das haben wir Gewerbegebiet und das Gewerbegebiet und das da. Sehr schön, ein Rest vom Wohngebiet. Wenn es irgendwie geht. Passt so, oder? Ah, hier, genau. Sehr schön. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe ziemlich wenig Fußwege in der Stadt. Das könnte man ändern. Fußwege haben wir hier. Und zwar hätte ich jetzt vorgesehen. Genau, einmal so quer durch. Den zweige ich einfach hier ab. Der geht dann hier so an der Bahn, am Bahnhof so entlang. Ja, das geht. Huch, jetzt haben wir hier sogar eine Verbindung gehabt. Auch nicht schlecht. Und jetzt gehen wir einfach hier so rüber, machen wir quasi so eine Grenze zwischen Gewerbe und Wohngebiet. Und dann vielleicht hier nochmal einen Weg rüber. Und immer noch kein Strom da oben. Okay. Sterbe ich jetzt gerade nicht. Hier vielleicht nochmal einen Weg rüber. Genau, hier könnt ihr noch einen Weg rüber bauen. Wenn es geht. Ja, okay, dann fällt das Gebäude wieder weg, aber egal. Hier passt eh ganz gut, denn hier ist eine Bushaltestelle. Da können die Leute direkt hier rüberlaufen. Hey! Schneepflug ist auch unterwegs. Perfekt. So, Strom ist klar. Bei uns nicht mehr. Hat sich schon erledigt. Perfekt. Wasser schaut auch ganz gut aus. Müllabfuhr, Müllverbrennungsstatus, ja. Mülldeponie. Er deckt uns Wasser. Na, lieber nicht. Jetzt hier nochmal her, auch nicht so gut. Hier ist Gewerbegebiet, ne, hier ist. Doch, hier ist Gewerbegebiet, da will ich jetzt kein Müllverbrennungskraftwerk hinstellen. Aber hier stelle ich eins her.
Der stört keinen. Oder die wenigsten. Ich schätze erst mit Gesundheit. Gesundheit schaut eigentlich ganz gut aus. Eigentlich. Krankenhaus. Krematorium. Sauna. Na okay, das passt alles. Feuerwehr. Oje, oje, oje. Hier ist Industriegebiet, das ist klar. Da bräuchte man vielleicht noch ein bisschen mehr Feuerwehr. Stellen wir eine kleine Feuerwehr rein. Das müsste reichen, oder? Hier so her. Bringt das was, oder? Gerade nicht so. Polizei, ja, passt schon, brauchen wir nichts mehr. Gefängnis könnte ich bauen, brauche jetzt aber unbedingt nicht. Oh, Grundschule. Berechtigte, uiuiui. Da muss ich auf jeden Fall was machen. So, wo ist eine Bushaltestelle? Hier zum Beispiel, hier könnte ich eine Grundschule herstellen. War das bereits belegt, damit was denn? Ah, das ist eine Sauna. Das ist eine Grundschule. Aber Kapazität von. Wie viele passen da rein? 300. Okay. Aber noch mehr Grundschulen. Hier oben auch ein Wohngebiet. Vielleicht die Grundschule direkt ans Wasser setzen. Na, nee. Hier mal ein Weg, worüber geht. Stimmt einfach daher. Egal, fällt ein Gebäude halt weg. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist aber Kapazität 2100. Okay, steigt schon ein bisschen. Vielleicht hier noch irgendwo hin. Jetzt haben wir Kapazität 2400 gleich. Jawohl. Hey, da habe ich schon lange nichts mehr gebaut. hier ist auch Wohngebiet. Hier ist auch eine Bushaltestelle. Genau. Ah, vielleicht eins noch. Eins und Gebäude noch. Ah, da wirklich zu wenig gemacht, sehe ich gerade. Oberschule, oh Gott. Wie viele passen da rein? 1000. Kapazität 2000, berechtigt 6600. Hammer. Ich brauche noch mehr Oberschulen. Jetzt hätte ich oben eine hinstellen. Kapazität 5000. Ach komm, ich brauche noch mehr. Vielleicht. Hier ist kein Wohngebiet, egal, stellen wir hier eine hin. Das heißt 6000. Eine brauche ich noch, mindestens eine. Eine Hochschule für die Stadt. Ja, wenn das jetzt nicht reicht. Uni könnte ich auch schon bauen, da passen rein 4500, oh Gott. Hier ist eine Oberschule. Eine Universität für die Stadt. Naja, wird langsam. Ja, das ist klar, dass sie doch ein bisschen blöd sind, denn die kommen irgendwie nicht zur Schule. Hier schaut es schon ein bisschen besser aus, ein kleines bisschen. Ungebildet, 24% geht's noch. Aber es wird langsam besser. Ja gut, ich würde sagen, ich mache mir offline schnell noch ein paar Busrouten rein, die hier die Gebiete alle miteinander verbinden, dass die Bürger auch schneller
in die Schule kommen und auch schneller klüger werden. Und ja, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.